Dann begrüße ich Peter Mumenthaler. Er wird eben die Frage klären. Wir haben das natürlich so geplant. Die Frage war abgesprochen, dass wir da gut überleiten können. Hybrid Multicloud als Basis für Geschäftsinnovation. Bei deiner Beschreibung steht, oder du bezeichnest dich als Open Source Fan. Es steht irgendwie, das ist dein tägliches Brot. Gib uns doch einen Einblick in dein tägliches Brot. Benutzt du ausschließlich Open Source oder gibt es irgendwo eine Ecke, bei der du kommerzielle Software verwendest? Musst du ja nicht sagen, welche. Ja, das gibt es. Und zwar, meine Kinder gehen in die Schule. Und da musste ich meinen Kindern einen Windows-Laptop kaufen, weil sonst mit Skype das nicht... Auch die Software der Schule ist halt... Windows-lastig, Office-lastig. Und das zum Teil, es geht schon mit offenen Tools, aber zum Teil herausfordernd. Und ich bastle schon beim Job genug, um zu Hause dann weiter basteln. darum, ja, dort habe ich eine proprietäre Software und beim Apple TV, ja, genau. Okay, besten Dank. Gut, dann die zweite Frage, die ein bisschen jetzt auch ins Thema reingeht. Welche Wolken am Open Source Horizont siehst du, respektive die Zunahme der Cloud-Technologie? Wenn ich das jetzt verbinde mit Open Source, ist das eine befördernde Entwicklung? Siehst du da eine Korrelation oder ist das völlig unabhängig? Wie siehst du die beiden Entwicklungen? Ja, ich sage, das ist überhaupt nicht unabhängig. Ich denke, Open Source ist da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ich würde sogar behaupten, dass bei AWS, bei Amazon, die wichtigsten Komponenten auf Open Source basiert. Also zum Beispiel die Virtualisierung ist basiert auf KVM. Das ist ohne Open Source gar nicht auszudenken. Ja. Ja. Von dem her, passt sehr gut zusammen. Besten Dank, wir freuen uns auf deinen Referat. Ich darf schon mal schauen. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ich war letztes Jahr auch da, durfte einen Vortrag halten. Das waren viel weniger Leute, von dem her sehr schön. Mein Name ist Peter Mumenthaler, komme von Red Hat Alps. Ja, und möchte Ihnen gerne nicht jetzt nur Open, also Multi und Cloud eingehen, sondern eigentlich allgemein das Zusammenspiel von Cloud und Innovation näher bringen und auch Impulse setzen, Ansätze bringen und vielleicht auch sogar erste Lösungsansätze aufzeigen, die sie dann eventuell, auch jetzt da, weil Daniel Markwalder da ist, ich denke, macht auch einen gewissen Druck, die Digitalisierung voranzutreiben. Und dann werden sie früher oder später sicher mal an eine Beschaffung herankommen, vielleicht den einen oder anderen Input da mitzunehmen. Ja, doch fangen wir an. Wir alle können uns erinnern, vor etwa ein bisschen mehr als einem Jahr, anderthalb Jahren, also ich kann mich da sehr gut erinnern, in der Tagesschau, wegen der Pandemie wurde der SECO mit Kurzarbeitsanträgen übersät, also überrannt, würde ich mal sagen. Und man sah dort die Mitarbeiter mit Brief öffnen, sich durch den Kuvertwald kämpfen. Und dann war zumindest mir oder auch anderen Antragstellern relativ schnell klar, es wird wohl eine Weile dauern, bis mein Antrag oder bis ich eine Antwort erhalte. Nun, das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation und hoffen wir natürlich, dass das SECO nicht wieder so einen Massenantragsschwall bearbeiten muss. Nichtsdestotrotz kann man daraus ableiten, dass gerade hier die Digitalisierung oder die digitale Transformation hätte helfen können. Hätte helfen können jetzt nicht nur beim SECO, sondern ich denke auch, wenn man vorwärts schaut, auch für uns Bürger oder auch für das Business, wäre der eine oder andere Digitalisierungsschritt sicher wünschenswert. Ich erlaube mir jetzt ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, um dann in der Gegenwart anzukommen. Sie haben vorher von dies auch schon das eine oder andere gehört, was heute in der modernen Softwareentwicklung und in der modernen Software- oder IT-Infrastruktur vorhanden ist und angewendet wird. Ja, die IT muss sich ständig weiterentwickeln und eigentlich sollte sie den Organisationen oder den Anforderungen immer einen Schritt voraus sein. Software wird entwickelt, Software hat eine Applikationsarchitektur, Software wird verteilt oder auch paketiert und dann verteilt und Software läuft auf einer Infrastruktur. Fangen wir beim Entwicklungsprozess an.
Heute Morgen haben wir das auch gehört, dass Frau Bundesrätin Viola Amherd gesagt hat, dass Pflichtenhefte oder Beschaffungen gestartet werden. Und dann ist die Beschaffung abgeschlossen und dann die Software veraltet. Das war damals so, oder ist zum Teil heute noch so, dass man nach dem Wasserfallprinzip gearbeitet hat. Man spezifiziert ein Pflichtenheft mit allen Anforderungen da drin und fängt mal an. Nach 2 Jahren ist man fertig. Alle Spezifikationen sind erfüllt, aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also die Software eigentlich veraltet. Dann kommt die ganze Sache mit Change Request und so, es wird dann alles teuer, die Software anzupassen. Darum hat man eigentlich in der Softwareentwicklung dann das agile Prinzip angewendet, dass man klar eine gewisse Grundstruktur hat, aber dann neue Funktionen agil in Sprints einbauen kann oder auch Funktionen, die nicht mehr benötigt werden, wieder rausnehmen kann. Und am Schluss, nach 1-2 Jahren, hatte man dann wirklich die Software, die mehr oder weniger den Ansprüchen genügte. Das Ding ist, die Software möchte man dann auch irgendwie mal live schalten. Ich komme aus dem Betrieb und habe mehrere Male durchgemacht, dass irgendwelche Software-Releases oder neue Funktionen in die Produktion oder live geschaltet werden mussten. Da wurde dann monatelang ein Drehbuch geschrieben, für dieses Wochenende, in diesem Wochenende wird diese Release, mit dieser neuartigen Release wird live geschaltet. Und dann wurden Heerscharen von Entwicklern und Betriebssystemleuten aufgeboten und man hat versucht, an diesem Wochenende diesen Release live zu schalten. Ist meistens gut gegangen, der Ausgang war eigentlich nie ganz klar, weil man es ja nie ausprobiert hat, oder? Das war immer ein Böttäterli. Und ich habe auch mehrere Male erlebt, dass man auch wieder ein Rollback machen musste und den Release verschieben. Sehr, sehr teuer. Also was man hatte, ist wirklich eine Separierung von Dev und Ops. Es wird etwas entwickelt und dann wird es versucht zu betreiben. Jetzt, heutzutage, ist man so weit gekommen, dass man sagt, dass man dieses Dev, diese Entwicklung und das Ops eigentlich zusammenbringt. Man versucht, diese Releases in kleinere Pakete aufzuteilen und dann öfter zu releasen. Das heißt, wenn ich öfter release, merke ich schneller und effektiver, wo habe ich Probleme. Ich finde schneller heraus, jetzt muss ich das anpassen. Wenn ich das regelmäßig mache, dann ist es kein großer Aufwand mehr, sollte kein ganzes Wochenende mehr brauchen, um mein neues Feature in die Produktion zu bringen. Die Zahl ist von 2017, Amazon deployed alle 3,5 Sekunden eine Änderung in die Produktion. Heutzutage arbeiten alle modernen Firmen, wie Spotify oder Netflix, arbeiten nach diesem Prinzip. Kommen wir zur Applikationsarchitektur. Dies hat es vorher auch kurz erwähnt, das sind die sogenannten Legacy-Applikationen, die sich nicht so gäbig in die neuen architektonischen Gefilde integrieren lassen, haben aber durchaus Vorteile, sind sehr schnell. Also der Linux-Kernel ist zum Beispiel eine monolithische Applikation oder auch im Medizinalbereich, wo gewisse Time-Constraints eingehalten werden müssen. Sie sind aber schwer zu warten. Die Software ist sehr, sehr stark verdrahtet. Man kann nicht einfach Änderungen einspielen, weil vielmals die Abhängigkeiten nicht ganz bekannt sind, weil es dann auch große Malochen sind. Und das ist das eine. Und das andere, was sicher auch sehr wichtig ist, ist, es ist nicht einfach zu skalieren. Also wenn die Applikation höhere Performance-Anforderungen hat, ist es schwierig, diese mit einer monolithischen Applikation umzusetzen. Zudem ist sie einfach nicht so einfach wartbar. Man ist damit weitergegangen, hat so ein Schichtenmodell eingeführt mit verschiedenen Schichten, zum Beispiel eine Ansichtsschicht, eine Logikschicht und eine Persistenzschicht. Es gab schon eine gewisse Entkoppelung der Komponenten. Also Entwicklerteams konnten ein bisschen unabhängiger voneinander entwickeln und es gab auch Flexibilität in der Einführung von neuen Features oder auch in der Wartung. Jetzt heutzutage, dies hat es auch schon erwähnt, sind wir im Microservices-Umfeld angelangt. Das heißt, es ist eine ganz starke Entkopplung der Funktionen. Also zum Teil werden einzelne Funktionen in einen einzelnen Microservice integriert. Das macht die Wartbarkeit viel flexibler. Also die Entwicklerteams können unabhängig voneinander arbeiten
hat zwar gewisse Herausforderungen, man muss natürlich schon Guidelines haben und irgendwelche Schnittstellen, dass die Services dann auch miteinander reden können, aber die Softwareentwicklung geht ganz klar in diese Richtung, dass man eben dann auch nur kleine Teile eines Services anpasst und der Rest dann gar nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Sagen wir es mal so. Deployment und Packaging. Dies hat es auch erwähnt, Bare Metal. Wenn man Software laufen lassen will, dann muss man zuerst einen Server bestellen. Das ist nicht einfach so schnell gemacht, da muss man immer warten. Das war damals so, das ging in 6 bis 8 Wochen Lieferfristen. Da musste man schauen, hat der Server überhaupt noch Platz im Rechenzentrum, wie ist es mit der Kühlung, wie ist es mit dem Strom, anstecken, alles zusammen. Also es dauert eigentlich sehr lange, bis ich meine Software überhaupt irgendwo betreiben konnte. Dann kam die Virtualisierung, da habe ich in 2005, 2007 dort mit VMware. Das hat natürlich schon große Abhilfe geschafft, auch eine gewisse Verdichtung, Ausnutzung der Hardware. Man hatte mehrere virtuelle Maschinen auf einem Server und war somit viel schneller im Bereitstellen eines Betriebssystems. Heutzutage sind wir nun bei den Containern angelangt. Das ist eigentlich der nächste Schritt. Sehr leichtgewichtig, hohe Dichte. Es wird nur sozusagen ein Subset des Betriebssystems in einen Container verpackt, natürlich zusammen mit der Applikation. Bietet auch dem Entwickler die Möglichkeit, dass er nicht immer ein ganzes Betriebssystem hat. Wenn er es auf dem Laptop entwickelt, irgendeinmal hat er dann nach 10 virtuellen Maschinen, läuft der Laptop dann nicht mehr, sondern er kann eigentlich sehr leichtgewichtig und sehr einfach und sehr schnell seine Ideen auf einen Container umsetzen. Das ist eine, es ist sehr effizient und hat auch eine gewisse Portierbarkeit, also runs on my machine, das kann man wirklich dort auch sagen. Ich kann sehr leicht eigentlich einen Container von einem Betriebssystem auf das andere migrieren. Wurde, by the way, 2000, das ist eigentlich eine alte Technologie, die Container gibt es schon länger, und wurde eigentlich mit Docker, sicher allen ein Begriff, 2014 wirklich salonfähig. Data Centers, also Applikationsinfrastruktur, wo das denn eigentlich läuft, Data Center kennen wir alle, überhaupt nicht flexibel, wenn der Platz fertig ist, ist fertig Platz. Das ist auch teuer zu betreiben, ist einfach sehr teuer zu betreiben. Dann kam die Zeit vom Outsourcing und dann wieder Insourcing und dann wieder Outsourcing und dann wieder Insourcing. Was man dort gewonnen hat, ist an Flexibilität meiner Meinung nach nicht sehr viel, weil man hat mit dem Anbieter ja sehr genau die Anforderungen ausgemacht, oder? Was kostet wie viel? Das und dann hältst du das und das. Wenn ich jetzt einen neuen Service wollte, muss ich das wieder verhandeln. Das war nicht so flexibel. Der Vorteil war halt, man hatte fixe Preise und man konnte dann mit diesen Preisen auch arbeiten und war planbar oder man konnte da strategisch damit arbeiten. Aber von Flexibilität und so keine große Rede. Und sind wir in der Cloud angelangt. Denke, einer der ersten und bekanntesten ist sicher Amazon Web Service. Und dort hat man eben Pay-as-you-go, Self-Service, rechte Flexibilität und auch Kostentransparenz. Und von dem her ist es schon eigentlich der nächste Schritt und kann jetzt in der Digitalisierung auch helfen, die Spitzen zu brechen oder gewisse Workloads einfach sagen, ist nicht mehr mein Ding, lasse ich dort laufen. Also es bringt einfach eine gewisse neue, eröffnet einen neue Möglichkeiten. So, und wie ermöglichen Sie und Ihre Leistungserbringer nun mit diesen neuen Technologien die Leistungen, die der Leistungsbezüger dann eigentlich will? Also es braucht sicher neue Wege in der Entwicklung. Man muss die Infrastruktur überdenken, modernisieren oder vielleicht sogar neu bauen. Und ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist sicher die Kultur, die Menschen hintendran, die Prozesse anzupassen, Richtung DevOps zu gehen. Ich möchte genau in dieser Reihenfolge eigentlich auf diese drei Aspekte eingehen, immer mit dem Hintergrund der offenen hybriden Cloud. Container, Applikationen standardisiert verpackt, ermöglichen den Self-Service, einfaches Verpacken von Software, sehr leichtgewichtig, schon jetzt 2-3 Mal gehört, was es für Möglichkeiten erbringt.
Und es ist wirklich auch so, man kann das eigentlich mit der Transportindustrie vergleichen. Ich kann einen Container jetzt hier auf einem Lastwagen transportieren lassen, auf einem Schiff oder in einem Flugzeug oder dann auf der Eisenbahn. Aber auch dort in diesem Container, das ist ja gewissen, in dieser Transportindustrie gibt es gewisse Regeln. Also was ist in einem Container drin? Ist dort irgendeine Chemikalie drin? Und wenn dieser Container leckt, ja, wie ist die Wartung? Wird das irgendwie gewartet? Wird das kontrolliert? Kann da jeder auf diesen Container zugreifen? Ja, wer schult eigentlich denn den Lokführer? Wie ist das dort? All solche Sachen muss man sich in der Beschaffung oder wenn man sich solche Technologien anschaut, überlegen. Microservices, Container im Zusammenspiel untereinander. Ja, Microservices, vorher versucht darauf einzugehen, die Entkopplung ist sehr stark. Es gibt eine unabhängige Weiterentwicklung. Die Entwicklerteams können eigentlich, müssen sich nur an Schnittstellen halten, können aber Funktionen unabhängig voneinander einfügen. Es ist schneller Time to Market. Ja, ist wirklich eigentlich der de facto Standard. Jetzt, wenn wir wieder zurückgehen zu der Analogie der Transportfirma, wenn ich jetzt irgendwie etwas bei Wish in China bestelle, dann muss ich das irgendwie in die Schweiz kommen und da kann sich der Transport- oder Logistikunternehmen kann einfach auf gewisse Standards zählen. Und der Container kommt dann irgendwie dann in die Schweiz über ein Schiff und dann landet das Paket dann schließlich bei mir im Briefkasten. Aber wie ist es jetzt mit diesen Microservices? Wie dürfen die Microservices, darf ein Container mit einem anderen Container sprechen? Gibt es da irgendwelche Regeln? Wie konsumiere ich dann einen Service, wenn ich so viele Einzelteile habe? Mit wem spreche ich jetzt denn? Wer ist denn da der Master? Wenn etwas schief geht, wie merke ich das, wenn es so viele Container sind? Wie merke ich, welche Container das jetzt schief läuft? Wie sieht es mit der Wartung aus? Also braucht es irgendwie einen Dirigenten oder am besten einen Steuermann? Und ja, Steuermann, Kubernetes ist die Antwort dazu. Kubernetes heißt auf Griechisch Steuermann. Und ja, ist, wie Thies auch gesagt hat, heutzutage der de facto Standard für Container-Orchestrierung. Wurde auch im 2014 von Google der Open Source Community geschenkt, als ein Subset von Borg. Google hat die Container-Technologie schon länger eingesetzt. Also wenn Sie eine Suche absetzen im Google-Dings, wird ein Container gestartet und dann wieder verworfen. Also Sie sind wirklich da die Experten. Und eigentlich alle großen Hersteller setzen jetzt auf diesen de facto Standard. Es gibt verschiedene Ausprägungen, dies hat zwei, drei davon erwähnt. Jetzt weiß ich, wie ich moderne Software betreiben kann. Jetzt muss ich mir einfach überlegen, ja, welche Cloud nehme ich, oder? Ich glaube, Public und Private Cloud, das lassen wir jetzt aus. Das hat Thies bereits erklärt. Hybrid und Multicloud. Hybrid Cloud ist dann eigentlich eine Mischung von Private und Public Cloud, das auch den Anspruch hat, gewisse Portierungsmöglichkeiten der Applikationen oder des Workloads anzubieten. Und Multicloud ist eigentlich das Verwenden von verschiedenen, unabhängig, nicht verbundenen Clouds. Jetzt bei Red Hat haben wir auch verschiedene Kunden, die alle Modelle anwenden. Ich habe auch Kunden, die Azure und AWS verwenden, unabhängig voneinander. Geht vielleicht dann so weit, dass man je nach Tagespreis sagt, heute nehme ich Azure und morgen nehme ich AWS. Aber es dauert noch eine Weile. Ja, welche Cloud für welche Workloads? Also eben Clouds haben wir vorher auch gesehen, muss ich vielleicht auch nicht drum groß darauf eingehen. Self-Service, ich kann einfach bestellen und dann bekomme ich das. Ich kann Ressourcen auf Abruf haben, ich bekomme eine schöne Abrechnung dazu. Ich muss keine Hardware kaufen, ich kann wirklich einfach das beziehen. Wenn wir jetzt wieder ins Transportwesen übergehen, ich möchte nun jetzt als Transportunternehmen möchte ich jetzt den Rhein benutzen, um meinen Container zu transportieren. Dann nehme ich sicher keinen Hochseefrachter. Dann nehme ich sicher ein Rheinschiff. Und umgekehrt nehme ich sicher kein Rheinschiff, wenn ich etwas nach China schiffen will. Genau gleich ist es mit den Clouds. Es kommt sehr auf eben welche Cloud für welche Workloads an. Welche Workloads will ich da laufen lassen?
wie reduziere ich den Lock-in, bleibe ich unabhängig. Wohl eher weniger, wenn ich sämtliche Funktionen einer Cloud einsetze, dann wird es schwierig, dort rauszukommen. Wie hoch ist die Sicherheit dort? Wer hat Zugriff auf die Daten? All diese Sachen muss man sich, zum Beispiel bei einer Einschreibung, mit solchen Sachen muss man sich beschäftigen. Einen wichtigen Punkt ist sicher auch die offenen Standards, also dass ich meine Daten dann überhaupt mal rauskriege. Jetzt ein praktisches Beispiel, ich synchronisiere meine Fotos in irgendwie in Google Cloud hinein und es ist dann, wenn ich jetzt einmal zu Apple wechsle, kann ich die Foto überhaupt wieder mal runterladen und bin ich dann jetzt habe ich für immer alle meine Fotos in der Google Cloud. Zu guter Letzt, aber ich denke, das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, ist die Kultur. Solche neue Technologien zu lernen, hat immer gewisse Risiken. Technologie hat ja bekanntlich keine Emotionen. Die Mitarbeiter, die mit den Technologien arbeiten, aber schon. Etwas Neues zu lernen, da ist nicht jeder bereit dazu. Ich habe das ja immer so gemacht. Warum muss ich jetzt etwas Neues lernen? Das sind die Fragen, die wir eigentlich tagtäglich beim Kunden antreffen. Da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl, die Mitarbeiter dort abzuholen und auch mit auf diesen Weg, diese Transformation zu nehmen. DevOps ist sicher ein wichtiger Ansatz. Vielleicht macht es Sinn, dass die Teams beginnen, teamübergreifend zusammenzuarbeiten, dass vielleicht einmal ein Softwareentwickler in so einem Release-Wochenende mitmacht und sieht, wo die Painpoints sind. Auch umgekehrt dann ein Betriebsmann oder Frau dann mit einer Entwicklerin zusammensitzt und die Hürden und die Herausforderungen der Entwicklerin erkennt. Also, dass man wirklich auch Prozesse überdenkt und wie arbeiten sie zusammen. Wohl oder übel wird so eine neue Prozesse, neue Kultur, neue Art und Form von Zusammenarbeit wird natürlich auch Begehrlichkeiten wecken und auch Begehrlichkeiten und Anforderungen entstehen lassen an die IT-Landschaft. Also man muss wirklich die IT-Architektur analysieren, passt das noch und sicher auch modernisieren und dann einfach ganz, ganz neu machen. Die digitale Transformation ist nicht etwas, das man einfach kaufen kann. Das muss man sich erarbeiten und selber herausfinden, was das für einen bedeutet. Jetzt vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Wir sehen, jetzt muss ich schnell schauen, glaube ich, für euch ist es links, ja genau auf der linken Seite sieht man da eine strenge Trennung zwischen Dev als Entwicklung und Ops. Der Entwickler entwickelt und dann wird es dann irgendwie zusammengebastelt, manuell wird eine Checkliste gemacht, wie muss ich jetzt das verdrahten und dann wird es manuell verteilt. Und dann müssen die Ops-Leute müssen dann irgendwie die Betriebssysteme anpassen, müssen wahrscheinlich, jetzt hat es nicht genug Platz, noch Speicher anhängen und irgendwie, jetzt ist es in der falschen Netzwerkzone, das gibt immer ein riesen Stellase, sagen wir es mal so. Also die Entwicklungs- und Release-Zyklen sind langsam, die Fehlerquelle sind da, wenn man manuell arbeitet, es gibt keine Standards, wenn man manuell immer Sachen anpassen muss. Und das treibt dann sicher die Kosten eher in die Höhe. Auf der rechten Seite sieht man eigentlich sozusagen einen modernen Ansatz. So DevOps ist eigentlich nur noch eine Person, die im Self-Service arbeitet. Die Artefakte werden integriert, es werden gebildet und die Softwareverteilung geschieht dann automatisiert. Klar, das hat einen gewissen Aufwand, da muss man sich auch dahinter setzen, dass man die Automatisierung vorantreibt. Aber es hat natürlich dann auch Skaleneffekte. Und schließlich wird es dann auf diesen modernen Technologien wie Kubernetes oder Microservices deployed und laufen gelassen. Also es ist wirklich sehr flexibel, hochautomatisiert und von dem her auch eher kostentransparent, als wenn man nicht genau weiß, wer jetzt was da alles mitgemacht hat. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Container, Kubernetes und Microservices sind sicher die Zukunft, das werden Sie sicher antreffen. Hier muss man sich genau überlegen, welche Anbieter man wählen will, was da die Anforderungen sind. Das haben wir vorher
habe ich versucht, das kurz zu erläutern. Was ich mir sicher weiter auf dem, also was ich oder ja auch ein bisschen Red Hat euch auf den Weg geben will, ist, seien Sie bereit für Microservices und Container, weil das ist der Wegbereiter zur Innovation. Es ist, Sie werden schneller sein in Bereitstellung von neuen Features. Schauen Sie, dass Sie Ihre Daten sicher sind, dass Sie auch in der Cloud Compliance-Regeln haben. Ich meine, es gab eine Riesendiskussion nach der Cloud-Ausschreibung des Bundes wegen Alibaba. Wenn man da das richtig macht, gibt man auch keinen Datenpreis, dass man das eben anschaut. Offene Standards, dass man Daten untereinander austauschen kann, vielleicht zwischen den Departementen, dass da keine Medienbrüche gibt oder große Integrationsfragen vorhanden sind. Meiner Meinung nach, ja, täglich Brot, offenen, einsehbaren Quelltext, nicht proprietäre Software und dann wirklich in den klassischen Login, sondern ja, mit Open Source haben Sie meiner Meinung nach einen gewissen Investitionsschutz, weil es da mehrere Anbieter gibt und Sie eigentlich im Grund in der Basis auf die offenen Standards setzen können. Und gerade gestern wurde, glaube ich, die Kompetenz, eine Kompetenzstelle vom Bundesrat, das wurde ins Leben gerufen, für künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ich denke, das sollte auch ein Gedanke sein, wenn man so eine moderne Software, Technologie und Infrastruktur gehen will, dass es auch künstliche Intelligenz oder Machine Learning ready ist. Ja, damit wäre es gewesen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein, zwei Impulse und Gedankenanstöße mitgeben. Herzlichen Dank. Und sonst ist gerade jetzt noch die Gelegenheit, auch wieder ein, zwei Fragen zu stellen. Gibt es Fragen zu den Ausführungen Hybrid, Multi, Cloud? Dann stelle ich wieder eine Frage. Wir haben ja schon im vorherigen Referat, und du hast es aufgenommen, von Lock-in gesprochen. Gerade auch bei Hybrid, Cloud etc. Du hast gesagt, idealerweise vielleicht an einem Tag Cloud X, am nächsten Tag Cloud Y. Kubernetes als Schlüsselwort, braucht es einfach in den Ausschreibungen Kubernetes und gut ist und das funktioniert? Oder was braucht es dazu noch? Vielleicht Nein, noch zwei Sätze. Nicht. Also es braucht schon mehr, leider. Dies hat es auch kurz erklärt, weil das Kubernetes, das muss auf einem Betriebssystem laufen. Und da muss man halt einfach schauen, dass man ein Betriebssystem hat oder einen Anbieter hat, der halt dieses Betriebssystem in allen Clouds zur Verfügung stellt. Und mit allen Clouds zertifiziert ist und Partnerschaften eingegangen ist. Ja, das ist ein bisschen die Krux daran. Ja, das ist so. Ich habe extra auf Marketing verzichtet. Sind einfach die Technologien, die man heutzutage einsetzt. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen und dementsprechende Angebote und auch, Pitches, eben Unabhängigkeitsmöglichkeiten. Also. Sehr gut. Wenn jetzt keine Frage ist, bedanke ich mich herzlich. Merci vielmals.